Ich wurde in Cité Soledad geboren. Es gibt dort viel Hunger, viel Elend. Als es Vater noch gut ging, kümmerte er sich um unsere Versorgung. Es besteht die Gefahr, dass wir zu viel über die großen Zahlen, das Ausmaß, die große globale Armut, des Hungers nachdenken. Es ist wichtig für uns, an die nächste Schule zu denken, die auf Mills Mills wartet. An einer der Straßen oder oben auf einem Berg. Und so wurde Mary's Meals ins Leben gerufen. Diese Idee, eine Mahlzeit pro Tag in der Schule anzubieten, Bildung ist wichtig. Denn wer gebildet ist, hat Macht. For me, education is important because when you're educated, you have power. Denn wer gebildet ist, hat Macht. Wir möchten, dass die Menschen ein anderes Bild, eine andere Ansicht über uns haben. Wir möchten, dass sie die Kinder sehen und die Entscheidung getroffen haben, zur Schule zu gehen. Solange war ich ein Niemand. Ich werde immer hart arbeiten, um jemand zu werden. Angelehnt an The Sheet, that million children, also eine Baracke, die eine Million Kinder nährt. Ein Bestseller von Magnus, der die außergewöhnliche Geschichte von Mary's Meals erzählt, Generation der Hoffnung. Ich finde es wunderbar, dass die Funke für diese Werke, das so unglaublich groß geworden ist, auf der ganzen Welt durch ein Kind entzündet wurde. Here I am.